So, heute wird es spannend. Also, Fußfilm Nummer 6 heißt Zehen deuten. Eine Lieblingssache, die ich wirklich seit ich 19 Jahre alt bin, mache. Das war immer ein Hobby von mir. Erst später wurde ja ein Buch daraus. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass in 37, 38 Jahren Erfahrung von Zehendeuten ein ganzes Wissen zusammenkommt. Und das habe ich ja in 2 Büchern wirklich niederschreiben dürfen. Und das Spannendste am Zehenlesen ist natürlich, was jeder Zeh einzeln bedeutet. Aber die Kombination, wie die Lücke ist zwischen den beiden Zehen, wie das Zehenendstückchen ist, das ist eine halbe Wissenschaft, die es einfach, ihr kennt das schon, von den Händen her zu puzzeln gibt. Ich werde euch das Stückchen für Stückchen lernen. Es gibt eine Eselsbrücke. Für die, die Chakra-Kenntnisse haben, ist es natürlich ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, dass die 2 kleinen Zehen das Wurzelchakra sind. Die zweitkleinsten Zehen, rechts wie links, gehören zum Sakral- oder wie man es auch nennt, Sexualchakra. Die mittleren Zehen, die gehören zum Solarplexus. Und die zweitgrößten Zehen, bei einigen sind es die größten, ihr erinnert euch noch an die 3 Fußharmonien, sind die Herzzehen. Das ist euer Herzchakra. Und die 2 großen, wie ihr gestern gehört habt, im Fußfilm Nummer 5, sind für den Kopf, unsere Sprache. Unsere Sprache ist nicht nur verbal, die ist auch nonverbal, aber da kommen wir Stückchen für Stückchen einzeln dazu. Die Bedeutung der Chakren könnt ihr überall auf dem Internet finden und in meinem Kartenset habe ich es auch beschrieben. Da gibt es nämlich so wirklich Unterstufen, was ihr am besten lernen könnt. Ja? Eins nach dem anderen, da hin und her. Und jetzt nehme ich an, die Erwachsenen interessieren die Chakren sehr und die Kinder ein bisschen weniger, sondern mehr das Thema zu jedem Zeh. Sonst schreibt mir, ich gehe gerne nochmals ausführlich auf die einzelnen Chakren ein, denke aber, ihr habt andere Informationen auch dazu und möchte jetzt irgendwie über das lustige Thema mit euch reden. Und zuallererst ist immer der kleine Zeh bei mir, weil dann tastet man sich so langsam vor zu den kritischen verbalen, nonverbalen Bestimmungen des großen Zehs. Der kleine Zeh rechts, ich nenne den, das ist der Angstzeh. Wenn dieser Zeh deutlich kleiner ist als der Rest eures Fußes, dann ist Angst und sehr großer Respekt zu anderen Menschen ein großes Thema. Zu diesem Menschen, der zu diesem Fuß gehört, wo der kleine Zeh dazu gehört. Könnt ihr mir noch folgen? Also, das hat zu tun mit dem Wurzelchakra. Und wenn wir kein eigenes Sicherheitsgefühl haben, dann entstehen Ängste. Und Ängste können immer entstehen. Die Frage ist aber auch, wie lange geht es, bis ihr euch mit dieser Angst halbwegs wieder ausgesöhnt habt? Und bei Leuten mit ganz kleinen Zehen merkt man, die sind öfters verunsichert. Und ihr könnt jetzt selber sagen, ob das mehr ein Angstzeh ist oder ob ihr merkt an euch, an euren Handlungen, an euren Interaktionen mit anderen Menschen, habt ihr da einen zu hohen Respekt? Sind Gespräche mit anderen Kindern gleichen Alters, mit Erwachsenen nicht auf Augenhöhe? Fühlt ihr euch da immer kleiner als der andere? Und das resultiert eben dadurch, dass dieser kleine Zeh sich ein bisschen verkrümmt und nicht mitwächst mit dem Rest des Fußes. Und das zeigt einfach, da sind Ängste verborgen. Meistens finden wir diese Ängste, wenn wir dann eine Therapie-Analysesitzung machen, würden wir sicher Ängste finden, die Urangst oder wie ich es immer nenne, das Quellmuster, was in euch entstanden ist, wo es alle Ängste eins nach dem anderen aufreiht, ist sicher in der Kindheit entstanden.
Manchmal wird man gehänselt, dann hat man Angst, auf den gleichen Schuh wegzugehen. Oder man wird gehänselt wegen Kleidung, Aussehen, körperlichen Merkmalen. Und ihr kommt nicht drüber, dass das etwas Spezielles sein könnte. Und ihr empfindet alles Hänseln als sehr runterdrückend. Und deshalb nehmt ihr die anderen dann so oben wahr und ihr fühlt euch kleiner. Also, das sagt ein kleiner Zeh. Nehmen wir doch den kleinen Zeh auf dem linken Fuß. Da steht er nämlich für euer Urvertrauen und auch für die Sexualität, die sich dann mit dem Sakralchakra später, mit dem zweitkleinsten Zeh, entwickeln darf. Also, das Urvertrauen ist natürlich da und der Zeh ist dann ein Ticken größer als vielleicht rechts oder ist auch ein gerader Zeh. Das Urvertrauen zeigt, ihr kommt aus einer guten Familie, da gab es weder Schläge noch Gewalt noch sonstige schlechte Erfahrungen. Urvertrauen war da, die Eltern haben euch geholfen, wohlwollend Sachen erklärt, ihr durftet frei und selbstbestimmt aufwachsen, habt gerne gelernt. Und das ist ein Urvertrauen, das man dann sieht. Sollte dieser Zeh klein sein oder sogar Unterschlupf suchen am nächstgelegenen Zeh, dann hattet ihr nicht eine so schöne Kindheit. Dann hat man euch nicht mit Liebe gelernt, wie man im Leben stehen kann, wie man im Leben vorwärts gehen kann. Und das merkt man natürlich dann auch eben an verwundeten Erwachsenen. Oder erwachsene Leute, die zwar 30, 40 Jahre alt sind, aber meistens noch sich benehmen wie Kinder, die ein bisschen verloren sind in der Welt. Also kleine Zehen verraten sehr, sehr viel. Wenn jetzt die zweitkleinsten Zehen, rechts und links, zu euch gehören, die haben mit Liebe zu tun. Mit Eigenliebe, mit Fremdliebe und mit allen Beziehungen, die so sind im Leben. Wenn es um die Selbstliebe geht, dann ist es am rechten Fuß der zweitkleinste Zeh. Wenn ihr den jetzt irgendwie untergeschlüpft, übergeschlüpft, in die Luft hängen habt oder verkrallt habt, dann ist es mit eurer Eigenliebe nicht ganz so weit. Dann ist das eigentlich ein Kontrollzeh. Das heißt, ihr kontrolliert euch selbst so stark, dass ihr euch dauernd verurteilt, dass ihr dauernd das Gefühl habt, ihr seid nicht gut genug. Das kombiniert mit einem kleinen Angstzeh, könnt ihr jetzt schon zusammenpuzzeln, das gibt eine unsichere Person, ein unsicheres Kind. Und wenn ich das sehe, dann ist es immer schön, helfen zu dürfen. Sofort helfen zu dürfen und sagen, schau, jetzt sehen wir das an den Füßen. Jetzt würde ich raten, Selbstbewusstsein heißt sich selbst bewusster werden. Sich selbstbewusst sein. Das heißt nicht die Hochnäsigkeit. Das ist für mich so ein Über-Über-Selbstbewusstsein und das braucht es nicht. Aber es braucht so ein gesundes Selbstbewusstsein. Dass man sagt, ich kenne meine Ängste, ich arbeite an denen, ich will weiterkommen, fortschreiten, hat sowieso immer etwas mit den Füßen zu tun. Ich will in meinem Lebensweg weitergehen. Und wenn ich eine Angst habe, dann lerne ich jetzt als erwachsener Mensch mit der umzugehen. Und bei Kindern braucht es ein Ticken klein Hilfe eurer Eltern, eurer Lehrer oder Fachleuten wie mir. Damit ihr da rauskommt, früh genug rauskommt, dass ihr selbstständige Erwachsene seid, die mit euch selbst zufrieden sind, die eure Talente alleine erkennt und auch fördern könnt. Gut, zweitkleinster Zeh, linker Fuß. Am linken Fuß ist dieser Liebeszeh, dieser Zeh, der es mit Beziehungen zu tun hat. Wenn dieser Zeh zum Beispiel so Richtungsweisung großer Zeh geht, dann haltet ihr Rückschau. Das würde so heißen, in Liebesdingen ist der Vergleich relativ groß. Das heißt, ihr hängt in alten Beziehungen. Früher war alles besser, könnte dann so ein Satz sein, der euch durchs Leben begleitet. Und das ist doch eigentlich ganz schade. Aber
Das wären jetzt mal 4 Zehen gewesen in 10 Minuten. Ich habe mir echt Mühe gegeben, das so in kleine Häppchen zu tun. Also die jeweils zweitkleinsten Zehen sagen schon sehr, sehr viel aus. Was sie sagen, wenn sie nicht gerade sind, was sie sagen, wenn sie in die Luft gehen oder in den Boden krallen oder noch ein Endstückchen haben, für das braucht ihr noch ein bisschen Geduld, damit ich das dann auflösen kann. Das löst sich auf, wenn ich euch die Zehenenden beibringen darf, in der übernächsten Sequenz. Und ich hoffe, die Füße packen euch auch so sehr wie mich, denn es ist ein Never-Ending-Thema. Es hört fast nie auf. Ich komme immer wieder auf noch detailliertere Verknüpfungen, wenn ich so einen Klientenfuß vor mir habe. Und da gibt es allen Alters. Kleine Babys darf ich schon lesen, Kinder jeglichen Alters und viele, viele Erwachsene, die gerne für eine Fußanalyse Fotos schicken und wir verabreden uns und haben dann eine Zeit zusammen, wo wir das alles besprechen können, was euer Fuß zeigt. Na, also, bis morgen zum Fußfilm Nummer 7. Tschüss!